Hallöchen, liebe Freunde, hier herzlich willkommen zu einer neuen Folge von City Skyline. Oder Skylines eher, mit S am Ende. Ja, die erste Folge lief hier auf unserem Zockerdudes-Kanal. Da war, wie erwarten, einiges an Dislikes da, weil, naja, ihr kennt es ja, da sind halt die Zuschauer, die halt nichts anderes sehen wollen als FIFA oder was auch immer. Und ja, hier auf dem Kanal wird es dann jetzt weitergehen, auf dem Otaldo-Kanal mit dem Let's Play. Ich werde die Folgen so immer bei 15 bis 20 Minuten halten, dass die erste Folge eine Stunde lang war, ist eher so die Ausnahme. Und wir wollen uns jetzt mal hier umschauen. Wir wollen hier mehr Einwohner und mehr Arbeitsplätze, hohe Nachfrage nach Industrie oder Bürogebieten. Jetzt die Frage, wo haben wir ein Büro? Was ist denn das? Ist das ein Büro? Ach, dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Okay, und das hier ist Bürogebiet. Das kriegen wir erst ab 8000. Aha, das heißt erstmal sozusagen für die Normalos sozusagen, die noch nicht so ausgebildet sind. Ja, die kriegen hier die Industriearbeit. Okay, gut. Das könnte ich eigentlich auch mehr verteilen, so wie ich das hier habe, dass die Leute halt nicht so weit fahren müssen. Dann müssen wir nochmal schauen, ob das alles im Grünen halt so bleibt. Wasser sieht in Ordnung aus. Das ist hier nicht optimal abgedeckt, aber es sollte schon okay sein, denke ich mal. Feuerwehr ist also hier sehr gut, aber hier, ja, ja, also die hier sind halt sehr grün sozusagen, oder sehr blau. Blau ist das, ne, ja, so Magenta, nee, Magenta ist es nicht. Cyan oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Abdeckung hier nicht optimal eventuell, aber hier schon okay. Polizei auch, sogar überall. Sehr gut. Und Bildung. Da ist das bildungsscheue Volk. Ihr seht, hier überall sind so ein paar, die noch nicht so gebildet sind. Grundschule verfügbar. Was haben wir denn? Ungebildet 61, gebildet 31, gut gebildet 8. Das, denke ich mal, ist aber nur eine Frage der Zeit. Vermute ich jetzt einfach mal so. Wir könnten aber auch halt noch eine weitere Grundschule machen, weil die Kapazität sieht eigentlich ja jetzt nicht so schlecht aus, ne? Also wir gucken mal hier hin. Oh, das hier erstmal Oliver Murray. Kann man da ein bisschen weiter reinzoomen, dass man hier die Leute einzeln sieht? Ach, guck mal, wir sehen ja auch die... Ach, guck mal, man sieht hier die einzelnen Leute auch. Sehr cool. On, off. Das kann ich hier noch ein bisschen verschieben, wenn ich das möchte. Okay. Also da stehen die jetzt auf dem Platz herum. Das ist natürlich eine coole Sache. Das hier ist die High School. Die Oberschule. Da stehen auch so ein paar Leute rum, ein paar Parkplätze, die parken hier auch vor der Tür. Das finde ich halt sehr cool, dass die Leute auf den Straßen auch parken. Hat man sonst bei SimCity, glaube ich, nicht so gesehen. Oberschüler in der Stadt, 652, also sollte eigentlich im Prinzip von Abdeckung okay sein, ne? Hier ist noch die Arztpraxis, Feuerwache und hier ist die Grundschule. In der Stadt haben wir 298, also das ist hier fast schon komplett ausgereizt. Vielleicht sollte ich dann sogar überlegen, noch eine weitere Grundschule hinzuzufügen. Und die dann irgendwie hier hinzuklatschen. So vielleicht. Also wir haben jetzt hier eine Grundschule. Oder ich hau die hier hin. So, zack. Es wird ein paar auf jeden Fall erfreuen, dass es da noch eine Grundschule gibt. Wir lassen das mal laufen, machen das hier mal weg und schauen uns das mal an. Jetzt unten. Naja, okay. Das habe ich hier unten hingepackt. Was okay eigentlich ist. Ne? 305, 301 in der Stadt. Hier sind halt nur 10 Schüler. Das ist natürlich eine kleine Klasse, eine kleine Schule. Aber so können die sich halt noch ein bisschen aufteilen. Wir haben da die Zentralschule und so weiter. Ich denke, das ist schon okay. Was mir jetzt hier nicht gefällt, ist, dass wir hier nur über diese Dinger rüberkommen, dass wir eine Schnittstelle nur haben. Eventuell mache ich das hier noch so runter, dass wir noch einen zweiten Weg sozusagen hier durchziehen. Das könnte ich eigentlich auch machen, ne? Also ihr seht ja hier das so. Müsste eigentlich die hier weg. Ah, also die Straße hier müsste ich eigentlich ersetzen. Okay. Aber im Prinzip läuft das alles. Wir kriegen Leute rein in die Stadt. Es wird Nachfrage erzeugt. Ich mache hier normale Straßen nochmal weiter. So. Gut, wir gucken nochmal. Es überschneidet sich.
Das auch. Okay, das ist richtig. Aber wieso? Achso, die sind unglücklich von der... Weil das... Hä? Was? Das habe ich nicht so ganz gecheckt, aber ja. So, wir malen jetzt Wohngebiete hin. So, weil die ausziehen mussten oder was? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, Rohre. Ich muss wieder ein paar Rohre verlegen, ne, Freunde? Genau. Nehmen wir also die hier. Das Wasser sieht alles noch in Ordnung aus. Jö. Und weil es so schön ist, direkt damit auch noch verbinden. Und was ich hier jetzt noch vorhabe, ist so ein bisschen das nach da verlegen. Gut, die nächste Straße soll halt so eine dicke da wie diese werden. Hat eine so eine dickere Straße. So. Und dann muss halt da oben das hier noch einmal so runtergezogen werden. Hoffe, das passt. An und für sich. Die verbinden sich dann nicht, dann muss ich da nochmal rüber. Da muss ich nochmal ein bisschen was bouldern. Das kleine Stück muss weg. Sehr gut. Okay. Und dann geht das Ganze hier nochmal entlang. Ich kann das natürlich auch mit so einem Bogen machen. Ich glaube, das ist... Wie teuer ist das eigentlich? Pro Zelle 60 kosten. Ich glaube, ich habe das... Man macht da ein bisschen Verlust auf jeden Fall. Ne, das ist zu weit. So vielleicht? Kann man mal so machen, oder? Ja, dass es so ein bisschen interessant halt aussieht. So, Wasser in Ordnung. Strom, so, la, la. Okay, dokay. Was haben wir hier? Das ist ein Kohlekraftwerk. Das hier ist ein eine fortschrittliche Windturbine. 0 bis 20. Die kostet wie viel? 12.000. Das Kohlekraftwerk hat auch noch Unterhalt zusätzlich, ne? Aber erzeugt halt auch einfach so viel. Strom. Fortschrittliche Windturbine. Wenn ich die alten ersetze, ist das irgendwie möglich, dass ich die sozusagen... Wie viel würde ich denn wiederkriegen, wenn ich die abreißen würde? Steht das da irgendwie? Kann man das irgendwie erahnen? Wie viel man wiederkriegt? Also ich sehe da hinten, das ist ein super Gebiet. Für Wind. Da zum Beispiel und auch hier, weil es direkt an der Küste so ist. Hier ist halt auch nicht schlecht. Dass man das Gebiet halt irgendwie dann los wird. Hm. 13 MW Wasser benötigt? Was? Wasser benötigt? Wie jetzt? Dank neuester Technologie? Ach. 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 Ja, wie cool. Also das kann man natürlich machen, ne? Das ist nicht schlecht. 9 MW aber nur. 6 MW. Okay, also es wird Wasser benötigt, aber hier ist es halt einfach schlecht. Da wäre es halt sehr gut. Außerhalb der Stadtgrenzen. Jetzt ist die Frage, wie kann ich die Erweiterung mir holen? Richtlinien. Erweiterung. Müll. Ach, guck an, hier. Meadow Square. Und das Ding könnte man sich jetzt dazu holen. Würde kosten 3.800. Ist ja eigentlich gar nichts. Okay, das hat Land und Dingens. Das hat halt hier Wasser und halt auch Rohstoffe. Okay. Hier oben, da sind halt sehr viele Rohstoffe und hier haben wir halt nochmal eine Autobahnanbindung. Aber ich denke mal, das hier kaufen wir uns mal. 3.800 ist ja nix. Ist ja nix. Okay. Gut, das heißt, wir haben das hier mal vergrößert, haben hier schon mal eine Zugriff auf eine große Straße. Der Strom. Das finde ich an sich interessant. Wenn man das hier hinsetzen würde, 17, 19 MW.
ist halt eine Öko-Möglichkeit. Hier wird es halt weniger, weil wenig Wind. Hier kann man ganz normale Solarbetriebe hinbauen, sozusagen. Wie teuer sind die sozusagen von der Leistung her, wenn ich hier 8 MW rauskriege? 8 für 6.000, um auf die 40 MW zu kommen, aber hat halt starke Verschmutzung, was halt nicht so gut ist. 40 MW, da brauche ich 5 Stück. 5 mal 6, brauche ich 5 Stück? Ja. 5 mal 6 wären ja 30.000, also günstiger wäre es allemal nicht. Wäre das Doppelte fast. Wir würden hier halt, ne, 7 MW, 8, hier ist halt 8 MW. Aha. Naja, okay. Ah, das ist hier, ach, das ist sogar noch in unserem Bauplatz, okay. Wäre halt auch möglich, dass man das halt macht, dass man das nutzt. Ist aber an sich halt auch recht teuer. Wir lassen jetzt hier noch den Scheiß raus. Wir können da mal aus Spaß, ja, wir können hier unsere Stromproduktion halt auch machen, ne? Hier 20 MW, das wäre hier halt sehr, sehr gut. Warte mal, kann ich noch einmal erweitern? 9000. Okay. Also ich konnte es hier nochmal erweitern, was ich sehr gut finde. Dann können wir das hier noch ein bisschen nutzen, ne? So. Supermäßig halt. 12.000. Hat halt weniger Kosten. Bringt 20 MW die beiden zusammen. Also es ist halt etwas teurer. 24.000. Hat halt niedrigere Kosten. Jetzt ist die Frage, wie kann man das gut verteilen? 19 MW. Ich weiß nur nicht, wie man das im Wasser dann setzen kann. Also ich kann die hier auch ganz eng beieinander so zusammenbauen. Was halt interessant an sich ist. So, zwei Stück da gebaut. Wie ist denn das hier mit dem Strom? Denke mal, man baut das einfach hier so ran. So. Guck mal eben. Der Strom müsste jetzt da dran sein. Wir hätten, wenn ich das jetzt laufen lasse. Okay, wir haben die Stadtgrenzen offiziell nun erweitert. Sehr gut. Sehr viel Strom haben wir. Das ist richtig gut. Stromverbrauch ist optimal. Wenn man damit halt noch ein bisschen Geschäft machen könnte, ne? Das wäre es halt noch. Jetzt ist die Frage, wie viel Plus ist denn das? Könnte ich theoretisch das Kohlekraftwerk erstmal abbauen? Beziehungsweise sagen, halt stopp. Kann das Budgetfenster aufrufen? Kohlekraftwerk? Da kann ich aber nur Strom an sich, ne? Strom an sich hat halt einen sehr großen Verbrauch an Kosten. Wirtschaft. Bus. Je größer das Budget ist, desto mehr Busse stehen der Stadt zur Verfügung. Wir haben gar keine Busse, ne? Weil wir gar nicht sowas haben bisher. So eine Busstation, das könnte ich halt auch noch reintüdeln. Okay. Also ich kann das halt nicht direkt differenzieren. Ich kann das Gebäude verschieben, wenn ich möchte. Oder einfach verkaufen. Umzugskosten 3.800. Das lassen wir gerne mal. Ich würde es auch gerne erstmal abbauen. Ja. Ich glaube, ich habe nichts zurückgekriegt. Nö, schade. Okay. Aber dadurch haben wir halt das Problem mit der Verschmutzung und so weiter dann vielleicht nicht. So, jetzt haben wir hier noch Möglichkeit, Wald zu machen. Kleiner Platz und so. Sorgt das auch dafür, dass man Anti... Nee, haben wir nicht. Strom, 32 kW. So ein Platz verbraucht auch Strom. Wahrscheinlich wegen... Ja, wegen... Laternen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Die hier wollen auch mehr von diesem Zeug haben. Ich denke mal, das kann man denen vielleicht auch nochmal so gönnen. So einen kleinen Wald. Aber das ist halt auch nicht so... Ist halt auch groß, so ein kleiner Park. Wasser, 0 Kubikmeter pro Woche. Was? Ach, okay. Braucht halt nicht, ne? Picknickplatz. Das könnten wir...
Würde das kaputt machen, ist natürlich geil. Würde ich hier reinsetzen vielleicht. Wir mussten halt welche ausziehen, aber ist halt nicht so schlimm. Und die Leute sollen sich ja auch hier freuen, auch wenn da Leute wieder ausziehen müssen. Wir haben ja aber weitere Plätze noch im Petto. So, das ist schon mal nicht verkehrt, dass die sich hier so ein bisschen erfreuen. Einen größeren Park kosten. Oh Mann, die sind ja ganz schön teuer, sehe ich gerade. 5000. Ach du heilige Wimmer, was ist das denn für ein Park? Okay, die kosten nur 1000. Der hier. So. Ein bisschen bringt das auf jeden Fall. Sup. Und jetzt müssen wir mal gucken. Hier können die überall noch weiter wohnen. Bauen wir also hier rein. So, die Leute ziehen auch ein. Wir machen gerade Minus, weil Leute ausziehen mussten. Es wird aber noch nach Jobs gefragt. Jobs wollte ich eigentlich ursprünglich ja auch noch weitermachen, ne? Haben wir keine neuen Plätze? Oh, es brennt. Es brennt. Haben wir keine Feuerwehrwache hier? Nee, ne? Stimmt. Ich brauche auch Feuerwehr hier. Direkt im Gebiet, weil es hier halt einfach auch brennen kann. Das ist natürlich, Mist. Feuerwehr kommt da überhaupt gar nicht hin. Hier wäre es optimal sozusagen. Dann sind aber die Masten da wieder im Wege. So, dann setzen wir da die Feuerwehr mal hin. Gucken uns das mal an. Strom müsste ja trotzdem da noch ankommen. Es brennt da. Gebäude brennt. Das ist natürlich dumm von mir gewesen. Da ist halt auch Feuerwehr. Ich versuche das mal so ein bisschen aus der Nähe anzugucken. Da brennt down. Brennt down. Kommen noch weitere Feuerwehrwagen. Ist halt ein bisschen zu spät gewesen. Abgebrannt. Muss ich das absteigen? Abreißen? Oh, Gebäude ist abgebrannt. Sorgen Sie dafür, dass es in der Stadt genügend Feuerwehrmänner gibt. Machen Sie abgebrannte Gebäude den Erdboden gleich. Okay. Gut. Dann machen wir das. Hier wird weiter gebaut. Das heißt, wir holen uns hier nochmal wieder eine neue Straße. Ne? Oh, ich sehe gerade, dass wir echt wenig Geld haben. So, ich brauche eine gerade Straße. Steht halt wieder alles im Weg. Was okay ja ist. Strom. Windturbine, ja, ja. Ist wieder dran. Und jetzt muss ich es halt mal ein bisschen laufen lassen. Strom und so weiter und so fort. Die wollen halt Arbeit und halt neue Plätze zum Wohnen. Da sind eigentlich Plätze zum Wohnen. Aber so Gewerbe wollen sie nicht, ne? Okay, gut. Das sind schon wieder hier 18 Minuten. Ich denke mal, wir machen an der Stelle erstmal eine kleine Pause. Ich sag danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, wie üblich, lasst gerne einen Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.